Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge hier in 7 Days 1.0 in unserer Heimreiseserie auf der Special Deutschlandkarte in Nordrhein-Islamien, wo wir täglich um unser Überleben kämpfen. Bisher. Denn dies ist die letzte Folge, die wir in dieser Serie haben und wir kämpfen nicht mehr um unser Überleben. Wir haben es geschafft. Wir haben 10 Blut- und Nächte überstanden oder Hornnächte oder so, wie man das ganz gerne auch sagt. Und ja, wir sind durch mit der Serie. Zeit, ein wenig Revue passieren zu lassen, ein bisschen zu reflektieren, wie wir durch die Serie durchgekommen sind, was unsere eigentlichen Ziele waren und was wir erreicht haben. Und ja, wir sind weit davon entfernt von dem, was wir eigentlich vorhatten. Ursprüngliche Konzept der Serie war, dass wir versuchen zu meinem tatsächlichen Wohnort in Nordrhein-Islamien, also in Nordrhein-Westfalen, am Niederrhein zu kommen, dort uns eine Hauptbasis zu bauen und mit Explosives die Zombies hier bekämpfen, die massigen Wanderhorn, die in dem Wasteland rumwandern, plus die Special Zombies, plus die ganz normalen Zombies da sind und möglichst weit durch die Shadows durchkommen. In Pinefall hat das auch noch ziemlich gut geklappt. Die erste Hornbasis, die wir dort hatten, die für die ersten drei Horden und herhalten musste, oder die zwei waren es, glaube ich, zwei oder drei waren es. Da haben wir noch relativ viel mit Granaten, Molotow-Cocktails und Pipe-Bombs und so was geworfen und damit gekämpft oder dabei festgestellt haben, dass die Mollys bei uns nicht immer vor uns wegfliegen wollen, auch wenn wir das richtig gedrückt haben, sondern einfach vor uns in der Luft explodieren und wir die ganze Plörre dann abkriegen und am Fackeln sind. Und ja, danach ist er ziemlich schnell eingeschlafen. Erstens, weil das Arsch hier Ressourcen kostet und so viel, wie wir extra machen mussten, mit Zombies bekämpfen und so weiter. So viel Zeit hatten wir nicht, um die Ressourcen spezifisch zu farmen. Und zweitens, weil mir das absolut nicht liegt und ja, ist irgendwie ins Hintertreffen geraten. Dann sind wir irgendwann ins Wasteland hier gekommen und haben nach einem Basisstandort Ausschau gehalten. Und ich glaube, dafür gebe ich lieber auch mal kurz aufs Dach, denn dort sieht man den Nachbartower wesentlich besser. Hier die HNN-Bankzentrale. Und ja, wir hatten die Wahl zwischen dem Gebäude und dem Gebäude hier. Ja, und mit den potenziellen Baumöglichkeiten dieses Gebäudes hier war ich davon überzeugt, dass es sinniger ist, hier drin zu bauen. Und oh mein Gott, das hätte fast so was von Backfire gegeben. Denn du kannst theoretisch kannst du den ganzen Laden hier einschützen. Das Ding ist untermauert mit Fässerchen, die explodieren und hast du nicht gesehen, wenn man die Knöpfchen drückt. Gott sei Dank haben wir beim Kunden hier relativ viele von denen entschärft gehabt. Und als wir dann das Knöpfchen in dem Hauptgebäude dort drüben gedrückt haben, hat er wahrscheinlich wegen der Masse der Zombies in der Umgebung und so hat nicht so wirklich durchgeladen und nur so ein bisschen explodieren lassen. Und deshalb ist der ganze Kasten nicht eingestürzt. Das war unser Glück. Aber ich glaube, theoretisch macht der Kasten das eigentlich. Der ist, glaube ich, dafür eigentlich ausgelegt, dass der komplett kollabiert. Wir haben Glück gehabt, dass das nicht passiert ist. Ansonsten wäre da ganz anders gelaufen. Ja, dann hatte ich mir, als wir endlich hier Fuß gefasst haben, überlegt gehabt, in den Gebäude eine Hornbasis zu bauen. Doch davon sind wir sehr schnell wieder weggekommen, weil wir festgestellt haben, naja, die Wanderzombies, die zentrieren sich irgendwie um unsere Basis drumherum. Ich weiß bis heute noch nicht, ob das tatsächlich an unserem Schlafsack bzw. Bettchen dran liegt oder an unserem Landclaim-Block oder ob wir zufällig hier irgendeine Hauptstraße am Rande der Stadt getroffen haben, weil wir sind ja relativ am Außenbezirk, ne? Dass wir hier so einen Außenbezirk gefunden haben, wo die Zombie-Wanderhorden von der Richtung nach da reinwandern, von der Richtung nach da reinwandern, von der Richtung hier nach da reinwandern und von unten nach oben reinwandern. Also von allen Himmelsrichtungen hier reinwandern und durchfahren, wie quasi auf so eine Kreuzungsstelle sind. Eins von den drei Sachen wird es wohl sein, aber das hat halt dafür gesorgt, dass wir nicht viel machen konnten. Wasteland ist immer heavy. Für jeden Zombie, den du wegballerst, egal ob Tag oder Nacht, ungemoddet. Allein schon, jedes Mal, wenn du einen wegschießt, wird sofort ein neuer generiert. Das ist in anderen Zonen nicht so. In anderen Zonen dauert es ein bisschen länger, aber Wasteland ist halt special. Und das gepaart mit dem Wanderhorden, und da war nicht viel mit bauen. Da mussten wir uns auf Basics Designs konzentrieren. Und im Endeffekt ist es ganz schön geworden. Wir haben dann hier den Fighting Stand, den kennt er ja. Und ja, den Herstellungsprozess habt ihr ja auch live miterleben können. Wir hatten das ursprünglich mehrere Varianten geplant. Wir hatten uns halt irgendwann darauf zentriert, dass wir einen Hauptaufgangsweg haben wollten, dann einen relativ langen
Gang, wo die Zombies zu uns hinwandern, wo wir die von der Seite abballern können und einen kurzen Gang zu uns hin, wo die dann runterfallen mit einem Dropper drin. Ne? Im Endeffekt ist halt auch nichts geworden. Wir haben jetzt zwei Aufgangstürme, einen Mittelturm, der zu unserem Hauptfighting-Stand hinführt, wo der Zombie-Dropper drin ist, der dann theoretisch runterführt zu einem Granatschut, den ich komplett daneben platziert habe. Irgendwie ist er immer enger geworden und nicht breit genug. Und ja, wir sind kaum dazu gekommen, Granaten reinzuschmeißen. Meine tolle Sniper-Gun hier. Das ist eigentlich das einzige, was wir großartig gebraucht haben, um dort was wegzurotzen an Zombies. Und ja, die Serie ist immer mehr und mehr hat sich dahin verschoben, dass wir nicht mehr mit Explosives arbeiten, sondern mit unserem Sniper-Gewehr. Was auch ziemlich lange gedauert hat, bis wir das upgraden konnten. Wie lange sind wir mit der Hunting Rifle hier rumgerannt durch das Biom? Ich glaube, die ersten 2 Wochen hier in dem Wasteland sind wir mit einer Hunting Rifle 1 rumgerannt. Weil erst hatten wir keine Baupläne für eine Hunting Rifle höher, dann hatten wir die endlich, dann hatten wir keine Parts. Da mussten wir irgendwie in Parts dran kommen. Und von da aus ging es dann auf einmal ratzfatz. Wir haben dann irgendwo, ich glaube, eine Stufe 3 Nerdy Outfit gefunden. Von da aus kamen dann die Bücherchen, die wir gelesen haben, hatten dann eine höhere Chance, uns ein paar Crafting-Stufen überspringen zu lassen oder mehr Punkte da reinzukriegen. Von da aus konnte man dann ganz ratzfatz auf eine Stufe 6 Rüstung hochgehen. Und ja, dann war, ich glaube, die Lever-Action haben wir komplett übersprungen. Also zwischen Hunting Rifle und Lever-Action, und Sniper Rifle kommt die Lever-Action und ich glaube, die haben wir komplett übersprungen oder nur sehr, sehr kurz gehabt. Sind wir also direkt zum Sniper Rifle gekommen und seitdem sind wir gut dabei gewesen. So, das ist so von meinem Gameplay her so, ja, die Ausrichtung, die bei mir so viel geschlagen sind, weil was generelle Ausrichtung der Season ja angeht. Wobei wir noch geplant hatten, ursprünglich, die Idee war, dass wir mal eine Season haben, wo wir alle Challenges abschließen. Hier in der Season sind wir ziemlich weit gekommen. Alles, was jetzt noch offen ist, sind Sachen, wo uns das Spiel verarscht hat. Beziehungsweise, wo man so viel massig nachfarmen soll, dass das total unrealistisch ist, dass man in so einer kurzen YouTube-Serie macht. Wenn ich auf dem Server spielen würde oder so hat und vor allem lange in einer in so einer Spielwelt, weil Seven Days nie gut funktioniert, ab Tag 40 fängt dann langsam an, die Welt degeneriert und immer schlimmer wird. Ja, das dauert einfach zu lange. So Sachen wie hier 50 Nuggets von allen herauszuziehen beim Mining, da buddelst du ewig rum. Wir haben maximale Buddelperks, also Miner 69er und Motherlode da drin und das schon ein bisschen länger und wir waren oft an Minen dran, wir haben da ordentlich was rausgezogen, aber guck mal, das ist alles, was an Nuggets da rangekommen ist und bei Tierchen im Pine Forest haben wir nicht großartig gejagt, hier haben wir glaube ich Schweinchen und haben wir abschließen können, wir haben noch nicht mal das Bären abschließen können. So traurig wie das aber ist. Wir haben 26 Bären hier umgenatzt. Mehr ist da nicht zusammengekommen, obwohl wir einiges weggekillt haben. Wölfe auch nur 25 Stück. Leider 10, warte mal, was sind das hier noch? Kojoten oder noch? Zählen die Zombie-Hunde nicht dazu. Insgesamt haben wir 500 Tierchen abgeballert, aber so gut wie keine von denen, die gebraucht werden. Wahrscheinlich waren das im Großen und Ganzen alles die Zombie-Hunde und die Vultures, die von den Special-Zombies kommen, die ganz nice sind. Ansonsten, ja, das dauert zu lange. Wenn wir nicht extra explizit eine Spielwelt haben, wo wir auf Animal Hunting aus sind, also quasi Jäger spielen mit dem Hunting-Perks, dann geht das nichts. Genauso hier mit den Erste-Hilfe-Zeugs. Wir haben ein paar Sachen konnten wir abschließen, Bleeding behandeln und Infektionen und sowas behandeln. Aber andere Sachen, guck mal, wir haben ganz oft vermeintlich verstauchte Ärmchen und Beinchen und sonst was gehabt. Aber irgendwie, ne, wir haben Durchfall haben wir ein paar Mal, 5 Mal haben wir das gefixt, einen gebrochenen Bein 7 Mal von 10 Mal. Nicht einen einzigen Arm haben wir angeblich gebrochen gehabt. Und ich glaube, das stimmt so nicht. Ich habe ein paar Mal das, zumindest das Verstauchte, die orange Version von dem Debuff von dem Arm gesehen. Aber irgendwie haben wir da 0 von 10 erreicht. Und ja, und Concussion, also die Kopfschmerzen, Fähigkeit, dass wir geduldet sind, haben wir nur 6 Mal erreicht. Und ja, da müssten wir wahrscheinlich nochmal so lange spielen, bis wir das alles voll haben. Von dem her, das haben wir auch nicht voll gemacht. Und wir wurden betuppt. Wir haben in den letzten paar Zombie-Nächten, aber das sagte ich ja schon im letzten Video, so gut wie keine Demolisher bekommen. Deshalb sind wir damit leider auch nicht fertig geworden. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich gerne in der Season mit drinnen gehabt. Aber naja, was willst du machen? Generell bin ich sehr zufrieden, wie die Basis im Endeffekt hier aussieht. Designstechnisch, das gefällt mir. Das ist schön geworden. Also von dem her, was das ursprünglich war, zu dem hier, was das jetzt ist. Ja, weil eins, was mich so ein bisschen stört, ist, das habe ich aber auch in den Folgen gesagt, wo wir hier Sachen angepinselt haben und so, die Farben, die du in 7 Days benutzen kannst, um dein POI zu verschönern.
die sind alle verwaschen. Das sind alles, das ist der Grundbaukasten, der mehr oder weniger von den Devs benutzt wird. Ja, okay, die arbeiten ein bisschen anders mit, aber das sind dieselben Sachen, um die POIs zu erstellen. Und ja, die POIs müssen verlassen aussehen, als wenn die schon eine Ewigkeit da rumstehen würden. Ist halt eine Apokalypse gewesen, sind die letzten Überlebenden, bla bla bla. Ja, das ist also verwaschen und alles nur unfrisch und überall mit Makel und sowas da drinnen und Kratzer drauf und wir haben das relativ schön hingekriegt, aber das sieht mir auch nicht super frisch aus oder neu aus oder so, das ist alles super beschädigt. Das ist so eine Sache, die mich so generell stört. Und ja, dann kommen wir mal so zu den einzelnen Mods. Wir haben zwei Mods drauf, die uns Paintings und Pictures und sowas craften lassen. Und wir haben eine Mod drauf, die uns Deko aufsammeln lässt. Das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Eins von beiden hätte gereicht. Entweder, dass wir die Sachen selber herstellen können mit unseren Materialien, die wir so mit nach Hause bringen, oder dass wir dann diese Schilder und Fahnen und Poster und sowas in POIs aufheben und mit nach Hause bringen. Letzteres ist am einfachsten. Hat allerdings den Nachteil, dass er ordentlich Stauraum wegnimmt. Die erstere Variante, dass wir das hier zu Hause selber herstellen, kostet natürlich nochmal die ganzen Materialien extra. Je nachdem, wie stark du am Farmen bist, ist das natürlich kontraproduktiv. Aber wie gesagt, da haben wir ein bisschen doppelt gemoppelt gemacht mit unserem Mod-Ausrichtung. Also doppelt draufgepackt von dem, was auch einfach hätte funktionieren können. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, wir haben ein schönes Ambiente uns hier errichtet. Wäre schöner, wenn man die Sachen noch ein bisschen besser nutzen könnte. Und wäre vom Basisspiel auch wesentlich schöner, wenn man mehr davon im Spiel tatsächlich direkt machen könnte. So Funkgeräte und sowas mitnehmen. Ein Bärenfeld platzieren, ein Bärenstatue platzieren und all solchen Sachen mehr. Mehr verschiedene Stauräume anstatt die 0A15 Standardkiste. Das Problem, was Samdays an sich hat. Das hat jetzt nicht wirklich mit dem Mod zu tun, das ist nur so eine Feststellung generell. Ja, die Mods werde ich wahrscheinlich auch so erstmal eine Weile nicht mehr benutzen, bis auf den Mod, den wir drauf haben für extra Storages, wie jetzt hier den Armor Stand und so. Ja, da ziehe ich definitiv den Kisten, die man normalerweise platziert, den Holzkisten, die man upgraden kann, bis auf Stahlkiste und so, ziehe ich die definitiv vor. Und ja, ich glaube, der Storage-Mod, den wir drauf haben, der den Schreibtisch uns erlaubt, die Armor-Stands und die Weapon-Stands und die Spinte und sowas, den werde ich dauerhaft in unseren Serien mit drin haben. So, so viel dazu. Da gibt's auch nicht mehr so viel zu sagen. Wie gesagt, wäre schöner, wenn wir mehr von solchen Sachen ja selber herstellen können im Basisspiel. Ansonsten zu den Mods, die wir da benutzt haben für die Pictures und Posters und Co. zum Craften oder zum Aufheben. Davon gibt es auch noch eine Menge Alternativen. Mal gucken. Hier und da werde ich es mal in der Season wieder mit reinbringen. Die meisten Mods würde man auf Nexus kriegen. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Mich persönlich stört das so ein bisschen, dass das generell extern ist. Ich mag das wesentlich lieber, wenn Spiele, die gemoddet werden können, die Mods direkt im Steam Workshop haben. Aber das ist halt nicht so bei 7 Days. Und ja, da gebe ich dann halt die 7 Days Mod-Seite, die ich verwendet habe für die ganzen Mods, die wir jetzt drauf haben. Und die Nexus-Seite, die ich persönlich wie die Pest meide, denn die Kacklappen, die zensieren ihre Mods einseitig in eine Richtung, schreiben vor, was Spieler da Mods benutzen dürfen und nicht und in die andere Richtung nicht. Ja, also zum Beispiel, ich blende euch da ein Bildchen für ein, wo da genau seht. Also wenn es Richtung LGBTQ geht, alles wunderbar, kannst du draufpacken, egal wie kurios und abstrakt der Mod designt ist. Nexus of Heroes, okay, tun wir hier. Machst du einen Mod in die andere Richtung, die das wieder negiert und sagt mal, lass mir da lieber mal normal und vernünftig und nicht so psychopathisch sein, meine Spielwelt, dann zensieren sie das und blocken das und darfst du da nicht runterladen. Von dem her, ich persönlich meide die Seite, ich benutze die nicht. Ich benutze lieber die Mods nicht über Steam kriege, die 7 Days Mod Seite. So, das bringt uns zu den ganzen Wanderhorden, Zombies. Da gibt es nicht zu viel zu sagen, außer den Mod, den kann man konfigurieren, die Größen der Wanderhorden einstellen und die Schwierigkeitsgrad, wie häufig die hier rumwandern und sonst was. In der Season selber habe ich da nichts dran gemacht. Ich habe den einfach runtergeladen, den Mod, bei mir in den Mod-Ordner reingepackt und gut ist. So wie er basismäßig von Haus aus kommt, haben wir den benutzt. Ja, also wir hätten es aber wesentlich leichter machen können und auch ein Tickchen schwieriger hätten wir uns dann auch machen können. Ich habe ihn einfach so benutzt, wie er da von Haus aus war. So, das sind im Großen und Ganzen fast alle Mods gewesen. Fehlt nur noch einer,
Und da muss ich besonders drauf eingehen. Der Special Zombie Mod. Erstmal, der tut genau das, was er machen soll. Und der hat mir super, super, super gefallen. Ein paar kleine Anregungen und so was hätte ich da noch. Allerdings müssen wir da nochmal spezifisch drauf eingehen. Denn der ein oder andere kann sich bestimmt noch daran erinnern, der Mod Creator davon hat tatsächlich mit uns zusammen die Serie angeguckt und ein paar Kommentare und sowas da gelassen. Und das muss man besonders würdigen, denn die Seite, wo ich die Mods herziehe, die 7-Days-Mod-Seite, da brauchst du nichts Spezielles zu machen. Du gehst da einfach hin, lädst die Mods runter und fertig ist. Da ist keine Anmeldung, da gibt es keine ID, der gibt nichts für. Ich lade die einfach die Mods runter, pack die bei mir in den Ordner rein, also erstmal packe ich und dann packe ich bei mir in den Ordner rein und das war's. Keine Anmeldung, nichts. Das heißt, der Mod-Creator von dem Special-Zombie-Mod muss extra Arbeit investiert haben, um meinen kleinen, klitzekleinen Kanal, wo wir mit ein paar Leuten rumhängen, der auch noch in Deutsch ist, noch nicht mal international und so weiter, um den überhaupt zu finden. Wir haben keine besonderen Indiz in den Videotiteln hinterlassen. Wir hatten einmal ein Thumbnail dabei, wo ein Special Zombie drauf war. Ansonsten nichts. Ich habe weder in den Videotags, also wenn man ein Video einstellt bei YouTube, da kann man da verschiedene Stichpunkte eingeben, die der Algorithmus dann sagen, wo der was vorschlägt und sonst was. Da steht nichts davon drin. Wir haben den Link in den Videobeschreibungen zu den Mods drin. Das war es dann aber auch schon. Das heißt, das war ein ordentlichen Batzen extra Arbeit, um diesen Kanal überhaupt zu finden und dann noch extra Zeit investiert, sich die Videos anzugucken, mit Übersetzung übrigens, tatsächlich ein Übersetzungsfeature dabei angeschaltet und dann Feedback dazulassen und uns viel Glück zu wünschen und Spaß daran zu haben, dass wir an seinem Mod gut Spaß hatten. Das ist ein ordentliches Batzen extra Arbeit und ich denke mal, das sollte man ordentlich würdigen. Zu dem Special Zombie Mod selber, es war ein absoluter Spaß, mit dem Mod zu spielen. Den will ich definitiv nochmal weiter benutzen. Bin mal gespannt, was da noch gemacht wird. Am Anfang super heftig. Die haben einem richtig Schiss gemacht. Und oh mein Gott, als wir dann erstmal so einen Fettsack da getroffen haben, der super groß war und das Food bei uns im Inventar hat verrotten lassen. Wow, da waren wir noch mit einer Pipe-Waffe unterwegs. Also ja, und da haben wir drauf geballert wie bescheuert. Und ja, erst dann haben wir dann, als nächstes haben wir, glaube ich, eine Screamerin gesehen mit einer Kettensäge in der Hand und dann danach die mit Bird-Dame und dann den Super Demolisher. Die Dinger, die machen einen schon Schiss. Und die sind ordentlich beefig. Dementsprechend lassen sie auch Loopbacks fallen, die Endgegner aus dem Standardspiel. Also die Bird-Damen hier in dem Biom, wenn sie Feral und höher sind. Und der Special Demolisher und der Super Fettsack, die übrigens extra Namen haben, die habe ich mir noch nie gemerkt, ich fauler Hund. Die lassen rote Beutelchen fallen. Die Kettensägen-Dame, die lässt einen blauen Beutel fallen. Und die roten Beutel, die gehen einher mit Direwolves und Zombiebären und Demolisher, also das ist schon High-Tier-Belohnung. Und ja, das hat super zu unserer Serie zum Erfolg dabei getragen. Nicht nur, dass das Ganze hier schwieriger gemacht hat, hat dementsprechend auch interessanter gemacht und mehr herausfordernder für uns gemacht und war eine super Ergänzung. Ich persönlich, ja, erstmal bin ich gespannt, wie das in der Zukunft mit dem Mod weitergeht. Da wird noch dran gearbeitet, da kommt noch mehr hinzu. Ich persönlich würde eventuell davon abgehen, zweimal die Screamerin als Grundvariante zu benutzen, für die Bird-Dame und für die Kettensäge-Dame und dafür eine Aileen, Marlin oder Dain oder sowas verwenden für einen von den beiden. Und ja, aber ansonsten bin ich sehr, 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 sehr zufrieden damit. Also das hat unsere Spielwelt ordentlich nach vorne katapultiert, was den Schwierigkeitsgrad angeht und ja generell die Gefahrensituation für uns, wenn wir hier rumrennen, und hat super Spaß gemacht. Definitiv. Die Debuffs sind nicht von schlechten Eltern, die können einen richtig, richtig böse zusetzen. Dementsprechend muss man auch gut aufpassen, dass man die vermeidet. Und gerade für so eine Frontsau wie meine Wenigkeit, der immer ganz gerne vorne an den Zombies dran steht und auf die drauf kloppt und die schwer tut mit dem Wegrennen, war das besonders herausfordernd und ja, da kann ich nur mehr als nur sagen, Hut ab, sehr guter, so gut gemachter Mod und ja, der hat sehr viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank, dass du bei dem Kanal hier vorbeigekommen bist und da Interesse dran gezeigt hast für die ganze Extraarbeit.
Ich kann den Mod nur weiterempfehlen. Die anderen Mods sind auch nicht schlecht, die wir benutzt haben, aber den Mod spezifisch, den kann ich wirklich nur ans Herz legen und weiterempfehlen. Rückblickend betrachtet war das nicht ganz so eine intelligente Idee von mir, Wasteland, Wanderzombies Mod und die Special Mods zusammen zu paaren, denn das hat ja die ersten beiden Wochen so was von schwer gemacht hier in dem Biom. Das war, buh. Also mein Adrenalinspiegel in den ersten 2 Wochen hier im Wasteland, der war immer super high beim Aufnehmen. Danach hat sich das so ein bisschen wieder ausgeglichen. Dadurch, dass unser Equip besser geworden ist, wir mehr Perk-Punkte und sonst was drin hatten. Aber boah, hat das da schwer gemacht. Also mir kam das so vor, als wenn ich dauerhaft in einem Tier 5 infestet oder sowas drin wäre oder Tier 6 infestet. Jedes Mal, wenn wir draußen ein bisschen arbeiten wollen, hat nicht lange gedauert und das war alles voller wegen der Kombination der drei Mods oder zwei Mods und der Spielwelt. Und ja. Das hat dann richtig, richtig, richtig herausfordernd hier gemacht. Ja, aber ich glaube, ich loope jetzt so ziemlich mit meiner Begründung. Der große Fazit ist, die Serie hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die hat mich sehr stark gefordert. Wobei ich mittlerweile das Wasteland nicht mehr sehen kann. Ich brauche eine Abwechslung, ich brauche was Aufhellenderes in der nächsten Season. Und ja, wo wir gerade von der nächsten Season sprechen. Ah, ja. Ich mag es fast gar nicht sagen, aber ich werde wohl ansagen müssen. Ich hoffe, ich enttäusche euch jetzt nicht großartig, aber vor einigen Folgen habe ich so gefragt, was ihr denn gerne so an Mods Overhaul und sowas mal gerne sehen würdet. Und da ist Afterlife vorgeschlagen worden. Was mir paar Tage vorher schon auf dem Radar erschienen ist, also ich habe das vorher dann auch schon vorher so entdeckt, gerade bei ganz Nerd und Steel und so. Tamriki spielt damit rum. Mein erster Eindruck war die UI, also Standard jetzt hier so beim Rumlaufen, so wie der Bildchen, ups, Mikro nicht hauen, so wie der Bildchen, die gerade hier für uns ist, ist in dem Ort zum Kotzen. Absolut garbage. Aber da hätte ich mich noch durchbeißen können, und ihr hört schon, das wird wahrscheinlich nichts mit Afterlife, da hätte ich mich noch durchbeißen können. Ich hätte rumgemeckert wie sonst was, aber das mache ich sowieso. Sind wir mal ehrlich, also ich meckere gerne in so einem Spiel hier rum und das hätte ich da auch komplett gemacht. Sehr, sehr, sehr ansprechend für mich ist das Skillsystem, was sie da reingebracht haben. Und dass man Deko bei sich in die Basis reinpacken muss, damit man ausgeruht ist, bessere Buffs und so weiter hat. Und so. Das ist sehr interessant. Allerdings, die UI macht da schon großen Dämpfer rein, dass ich da nicht nur mit Zähneknirschen in Betracht ziehen würde, aber ich hätte das dann tatsächlich gemacht. Was für mich das richtig gebrochen hat, ist, als ich gelernt habe, wie man da craftet und was da alles dazugehört, damit man die Blockproduktion so was im Gange bringt und so. Und ich muss sagen, nee, nee, danke. Nee, danke. So wie 7 Days momentan ist mit dem Baum, was man da für Materialien braucht und so was. Das ist eine gute Balance. Das ist ein bisschen grindy. Du musst die Materialien so was dafür besorgen, aber das ist nicht zu grindy. Und der Afterlife-Mod, der haut halt in eine ganz andere Dimension da rein. Da wird so was von grindy. Da, um ein bisschen Zeugs reinzuholen. Ja, du kannst die Frames kannst du dir mehr oder weniger weglassen. Die agieren dann als Blueprint. Die brauchst du noch nicht fertig craften. Erst wenn du Material hast, dann klopfst du das Zeug zusammen. Und dann wird daraus dann irgendwann was. Aber, nee, sorry, das kann ich mir nicht antun. Auch wenn ich da jetzt einige enttäuschen muss. Aber wir werden weiterhin nächste Season was Gemoddetes spielen. Ich brauche erstmal was. Eine Abwechslung, Kontrast zu dieser Serie. Diese Serie ist relativ dunkel, ne, dadurch, dass wir die ganze Zeit in Wasteland drin sind, Zombies an jeder Straßenecke und alles ist super, super, super gefährlich. Was schön war, aber da auch sehr stressig war, habe ich ja schon gesagt, ich brauche einen Kontrast dafür. Dafür. Und ja, dafür werde ich jetzt in den nächsten paar Tagen, eigentlich, ja, wahrscheinlich in einem Tag, vielleicht in 2 Tagen und so was, mir ein paar Mods zusammenstellen für die nächste Season, die wir starten werden. Und dann werden wir da mit einem Kontrastmod reingehen. Langfristig werden wir noch irgendwann Season spielen, die wieder relativ ungemoddet sind, was Overhaul-Mods angeht. Comfort of Life Mods, wie bessere UI und mehr Storage und sowas. Wir haben wahrscheinlich jetzt in 1.0, 1.1 oder sowas dauerhaft drin haben, aber keine, die wir Zombies groß verändern werden, die werden wir nicht immer drin haben. Also wir werden also noch andere Seasons machen, da können wir mal gerne wieder ja, in Wasteland und sowas rumgammeln oder ein bisschen ernsthaftere Spielwelt oder sowas haben, die definitiv kommen. Mir schwebt da zum Beispiel vor,
Ja, damals, als ich die Serie gemacht habe, war der Kanal noch sehr klein. Wir haben da, ja, wir standen da kurz vor 30 Abonnenten, standen wir da. Da hatte ich eine Serie, die nannte sich Lilbert Dinkelfeld. Das war mein Versuch, eine RP-Welt Playthrough zu machen. Und das ist eine der Serien, die mir am meisten gefallen hatte, hat bisher. Das ist jetzt hier, die Serie wird wahrscheinlich der Ablöser dafür, für die beste Serie, die mir selber am meisten gefallen hat. Und da bin ich im Überlegen, dann eine zweite Season zu machen. Die Frage ist nur, ob das überhaupt ankommt. Da arbeite ich noch an den Konzepten, sagen wir mal so. Aber ich habe auch noch andere Ideen, was ich an reine Spielwelt machen will. Dann will ich noch so Overhauls-Mod spielen, wie den Wild West-Mod will ich noch mal spielen. Den haben wir in Alpha 20 mal gespielt. Den will ich mir noch mal angucken, wie er jetzt aussieht. Da gibt es Darkness Falls, gibt es natürlich. Ne? Jeder kennt Darkness Falls, wer sich schon mal die Mods und so angeguckt hat. Da will ich noch mal was spielen und bestimmt hier und da noch mal die ein oder andere Challenge, wie zum Beispiel die Chance Tower Challenge oder so, wen denn was das was sagt. Ihr wird wissen, was ich jetzt hier meine und solche Sachen. Also das wird noch kommen, aber allerdings auch Overhaul Mods, jetzt sagte ich ja gerade schon, Wild West Mod und Darkness Falls Mod und so wird kommen. Ja, und dann ist es im Großen und Ganzen alles hier, was es hier zu der Spielwelt zu sagen gibt. Und ich renne hier großartig rum, jetzt nicht so viel Sicht-Content, den wir heute hier drin haben. Mir hat die Serie sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was mir besonders viel Spaß gemacht hat, sind die regelmäßigen Kommentare gewesen und die Likes und so unter den Videos. Es fühlt sich zum ersten Mal seit langer, seit der Kanal besteht, eigentlich so an, als wenn da ein Feedback hin und her zwischen euch Anschauern und mich, dem Videoersteller, stattfindet. Und es hat sich noch nie so gut angefühlt, den Kanal hier zu haben. Ist immer noch ein kleiner Kanal, aber damit kann ich leben. Der wird schon irgendwie wachsen, vielleicht auch nicht. Vielleicht dann bin ich an meinen Kapazitäten angekommen, was meine Erreichbarkeit und so angeht, was mein Können angeht. Aber es hat noch nie so viel Spaß gemacht wie bisher und dafür möchte ich nochmal ein sehr, sehr großes Dankeschön da lassen. Vor allen Dingen, ich frage nicht in jedem Video danach, ob der, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert und so was. Sowas mache ich nicht. Ich finde, sowas muss freiwillig von selber kommen, wenn euch danach ist. Und ja, am Anfang so einer Season frage ich mal danach, aber ansonsten lasse ich das. Und von dem her möchte ich mich besonders dafür bedanken, dass ihr das Video angeschaut habt. Nochmal extra dafür bedanken, wenn ihr ein Like da gelassen habt und super, super, super special extra nochmal, wenn ihr sogar noch was dazu geschrieben habt. Das hat Spaß gemacht, das hin und her. Und ja. Ich hoffe, es wird in der Zukunft mindestens so weiterlaufen, wenn nicht sogar noch besser werden. Kann ich davon ausgehen, dass das immer so läuft, aber schön wär's, man wird ja träumen dürfen. Und ja, ich hoffe, ich täusche euch nicht zu sehr mit dem Content, den ich kreiere. Und ich bin mal gespannt, wie stark ich mich noch verbessern kann, was Content angeht. Die Editierung der Videos und generell, ja, irgendwann wird sich auch meine Hardware auch wieder verbessern. Im Großen und Ganzen, ja, ein großes Dankeschön an alle. Fürs Anschauen, für die Kommentare, für die Likes, wie ich ja gerade schon sagte, und generell, dass der das Erstellen der Videos überhaupt möglich gemacht hat, damit das nicht sinnlos ist. Ich habe lange genug, lange Zeiten Videos erstellt, die ich mir nur selber angeguckt habe. Das ganze Serie noch. Die meine Wenigkeit sich bei YouTube angeguckt hat und sonst keiner. Und alles sowas von frustriert. Es ist so schön, endlich Feedback zu haben und Leute zu haben, die sich das mit mir anschauen. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir sind mit der Welt großartig durch. Ich habe nichts super Special vorbereitet, dass wir jetzt hier den ganzen Kasten zum Beispiel nochmal in die Luft jagen, um aus der Serie rauszugehen. Einen super neuen Endboss gibt es da auch nicht mehr. Ja, was gibt es großartig zu sagen? Ich werde ein, zwei Tage brauchen, um die neue Season vorzubereiten. Nutzt die Chance nochmal in der Videobeschreibung sind ja immer die Links zu den aktuellen Mods drin, die wir benutzen. Besucht die 7 Days Mod Seite und guckt, weil ihr da schön für eure Spielwelt an Mods finden könnt. Und wie gesagt, der Special Zombie Mod ist eine extra Empfehlung. Den solltet ihr auf jeden Fall euch runterladen in die eine oder andere Spielwelt mal mit reinnehmen, denn der macht Spaß. Ob er dann den Hardcore-mäßig so wollt und noch Wanderhorn hinzupackt und hast er nicht gesehen, dann ist euch überlassen, aber der Mod an sich macht schon ordentlich Spaß für die kleine extra Würze in der Spielwelt. Von dem her, das war's dann von meiner Stelle aus. Wir sehen uns hoffentlich
in einer der nächsten Seasons von 7 Days wieder oder in anderen Seasons. Ich habe gerade heute das erste Video für den nächsten Arc-Video gestartet und hier und da sind wir auch mal ein Game am Testen. Und ja, dann, wie gesagt, dann sehen wir uns wahrscheinlich in einem der nächsten Videos und hoffentlich dann auch wieder in 7 Days. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, hau da rein, gebt da Gas, habt da Spaß und auf Wiedersehen.